Leute, heute möchte ich über das neue Spiel X-Defiant sprechen, was in den nächsten, ich denke mal, 2 bis spätestens 3 Wochen released werden sollte. Viele von euch haben es vielleicht in der Beta schon gezockt und es macht ultra, ultra Spaß. Ich konnte es leider nur eine Stunde testen, weil es bei mir extreme Verbindungsprobleme gab. Und warum hat X-Defiant einen enormen Vorteil oder anderen Publishern viel voraus, was es uns mehr Freude bereitet, zu sagen, Wiedersehen Apex, Wiedersehen Call of Duty und so weiter und so fort, möchte ich gleich drauf eingehen. Es wird ein starker Konkurrent von diesen beiden Spielen sein. Gerade für die Apex-Community, für die ich ja hauptsächlich spreche, muss ich sagen, X-Defiant hat natürlich keine Battle Royale-Variante. Es könnte aber trotzdem ein Apex-Killer werden, auch wenn kein Battle Royale drin ist. Apex hat natürlich auch verschiedene Modi wie Gunrun, Kontrolle oder Team Deathmatch. Dafür wird es auf jeden Fall ein enormer Konkurrent werden, aber ich glaube, viele werden auch sagen, gut, dann spiele ich halt kein Battle Royale mehr. Denn der Riesenvorteil in X-Defiant ist, ich blende es gerne mal ein, viele haben sich vielleicht mit dem Spiel schon beschäftigt und werden das garantiert wissen. Aber X-Defiant wird kein Skill-Based Matchmaking in Public Games haben. X-Defiant bekommt ebenfalls einen Ranked-Modus. Ich bin jetzt noch nicht so tief in der Materie drin, dass ich euch sagen kann, ob Ranked schon von Anfang an wählbar ist. Aber in den Public Games gibt es kein Skill-Based Matchmaking, was eine feine Sache ist. Du kannst auf die größten Noobs treffen. Du kannst natürlich auch auf die größten krassen Megaspieler treffen. Einzig und allein ein Match. Mein Fress, habe ich ein Stotterfasching. Einzig und allein deine Gegner werden aufgrund deines Pings gesucht. Hast du einen guten Ping, bekommst du Gegner mit guten Ping. Hast du einen 30er Ping, bekommst du 30er Pings. Hast du einen 1000er Ping, übertrieben gesagt. Einfach als Prinzip kriegst du halt Gegner, die auch einen verdammt hohen Ping haben. Und wenn das wirklich so gut funktioniert, wer kennt's nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Früher die COD-Zeiten, die guten alten Boots on the Ground COD-Zeiten, du hast eine Abschusskamera, du läufst um die Ecke, siehst einen Gegner, pupp, bist du tot, du konntest dich nicht wehren. Dann siehst du die Abschusskamera vom Gegner und denkst dir, Alter, der hat mich ja schon gefühlt eine Sekunde früher gesehen. Und das ist so ein Ping-Problem gewesen in COD und es ist heute, glaube ich, immer noch. Wenn das so funktioniert, wird das der absolute Hammer. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr die Beta gezockt? Mir hat's Bock gemacht. Es ist natürlich ein reines 6 vs. 6, wie gesagt, deswegen ist es kein 100% Konkurrent. Aber gerade in Season 18 jetzt Apex Legends eine absolute Vollkatastrophe. Matchmaking in Public Games, in Ranked, eine absolute Vollkatastrophe. Und wie gesagt, das Ranked-System in X-Defiant wird über kurz oder lang auch dabei sein. Wie gesagt, zum Release, das weiß ich nicht genau. Und dort wird es ein Skill-Based Matchmaking geben. Da gehört es nämlich auch hin. Und was auch extrem geil finde, und das ist, was ich extrem geil finde, und das finde ich auch ein riesengroßes Manko zu Apex Legends, zu COD und keine Ahnung, in welchen Shootern das noch alles möglich ist. Es gibt verschiedene Movement-Techniken und da gibt es in Apex verdammt viele. Du kannst Jumpshotten, du kannst dies machen, du kannst das machen und du hast trotzdem eine absolut krasse Genauigkeit auf die Gegner. Wie so ein Spastiker, Epileptiker auf Koks, keine Ahnung, triffst du da alles und triffst jeden Scheiß und in X-Defiant wird das nicht möglich sein. Natürlich gibt es auch Movement-Techniken, du kannst auch Jumpshotten, aber du verreißt sowas von die Waffe, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn zu macht, zu Jumpshotten. Ich habe es in der Beta ein paar Mal getestet und es ist tatsächlich sehr schwer, die Gegner mit einem Jumpshot zu eliminieren, es sei denn, er ist wirklich schon fast One-Shot. Und das finde ich ein enormer Vorteil, dass du nicht erstmal, oh, da noch ein Epileptiker, noch einer und du triffst einfach mal nichts. Einfach mal ein Standard Boots on the Ground, ohne irgendwelche Gaming-Freaks auf Koks übertrieben gesagt. Wie gesagt, das meine ich jetzt nicht irgendwie beleidigend, aber ich finde es einfach belastend, wenn in jedem Shooter irgendwo da einer an der Decke hängt und da noch einer 50 Meter weit fliegt. Und ich freue mich auf X-Defiant. Das wird garantiert ein richtig... Garantiert, sorry, das nehme ich zurück, das werden wir sehen. Wie gesagt, das ist kostenlos an meine gesamte Apex-Community. Ich hoffe, dass ich euch überzeugen kann, dieses Spiel kostenlos natürlich zu testen. Es kostet nichts, wird natürlich auch hier Mikrotransaktionen haben für Skins und so weiter und so fort. Und es hat auch Fraktionen mit Fähigkeiten und so weiter und so fort. Aber die Tatsache, kein Skill-Based Matchmaking im Multiplayer Casual Games, ist einfach eine absolute geile Geschichte. Ich habe jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch die ein oder anderen Videos für X-Defiant vor. Ich würde euch gerne noch die Fraktionen vorstellen. Davon gibt es, glaube ich, 5 an der Zahl, wo man
man auch eine ultimative Fähigkeit hat, eine passive, eine aktive Fähigkeit. Es gibt schon eine Roadmap, nennt sich das, für das erste Jahr von XDefiant, was an Content geplant ist, was für Waffen kommen sollen, wie viele Maps noch und so weiter und so fort. Ich habe da Bock drauf. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ich freue mich auf den Release. Ich werde es zocken. Wir werden es auch gemeinsam zocken. 6 vs. 6. Da können wir gut Community Games miteinander zocken. Habe ich richtig Bock drauf. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.